Stopp! Nein. Was passiert? Was passiert? Was steht da? Hallo? Oh mein Gott! Das ist mein echter Name! Was? Nein! Freunde, ich glaube, ich habe meinen Computer kaputt gemacht. Irgendwas ist hier sehr merkwürdig. Willkommen zu 98X und okay, wir klicken mal auf Login und ich hoffe, wir werden nicht gehackt. Okay, Freunde, wir haben das Programm gestartet. Oh, wir haben hier ganz viele verschiedene Apps. Aber ich habe trotzdem ein super schlechtes Gefühl. Und ich denke, Freunde, jemand hat sich in meinen Computer gehackt. Okay, bis jetzt ist aber alles in Ordnung. Wir haben hier ganz viele verschiedene Spiele und lass uns mal das hier spielen. Dancing with Dancy. .exe. Okay, wir starten mal direkt. Okay, das erste Spiel hier. Let's go. In unserem Computer. Dancing with Dancy. Ey, yo, das ist hier Dancy. Und ich würde sagen, okay, wir klicken auf Play und, was machst du mit dem Mund? Mach den Mund zu. Okay, wir machen Easy-Modus, weil ich bin ein Noob und was muss ich tun? Dancen? 3, 2, okay, okay. Ah, wir müssen, okay, easy. Wow, das ist ja easy. Ha, das ist ja super easy. Schaut euch mal die Moves an. Come on, dance. Dance, Breakdance. Let's go. Okay, das ist ein cooles Spiel hier, Freunde. Wir müssen immer klicken. Oben seht ihr, okay, wir haben 100% hier. So, klick. Endet das Ganze auch mal. Ich meine, was passiert, wenn wir jetzt zum Beispiel nichts machen? Okay, wir lassen es durchlaufen. Oh, okay, wir verlieren oben Leben anscheinend. Okay, und sie tanzt anscheinend weiter. Mal schauen, was wird passieren, wenn die Lebensanzeige bei 0% sein wird. Und okay, wir sind bei 0%. Wir sind ein richtiger Noob, muss ich sagen. Und Dancing Dancy ist nicht mehr am Dancen. Okay, können wir trotzdem hier noch weiterspielen? Okay, wir können das Ganze auffüllen. Aber bis jetzt ist alles in Ordnung, Freunde. Es ist echt ein komisches Programm. Und ich muss sagen, Freunde, ich habe dieses Programm noch nie gesehen auf meinem Computer. Ich habe so ein Gefühl, irgendwer hat sich meinen Computer gehackt oder sowas. Und diese Datei einfach runtergeladen. Aber, naja, was soll hier schief gehen? Wir dancen ein bisschen hier mit Dancing and Dancy oder irgendwie sowas, wie die heißt. Schau ich mir die Moves an, ihre Ballettkünste. Okay, aber sieht eigentlich chillig aus. Bis jetzt passiert noch nichts, würde ich sagen. Okay, wir lassen es wieder durchlaufen, bis wir wieder unten auf 0% sind. Und, oh, der Song hat aufgehört. Oh mein Gott. Hallo? Was? Sie redet mit uns. Was passiert? Oh, das sollte nicht passieren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow, was ist das? Was passiert? Oh mein Gott, nein, ich will raus. Raus, ich will... Ah, was ist das für ein Bild? Mein Computer ist ausgegangen. Mein Computer ist ausgegangen und... Okay, es startet gerade neu. Was war das, Freunde? Okay, wir loggen uns wieder ein. Wir können uns wieder einloggen. Und mein Computer wurde heruntergefahren. Von dem Programm. Okay, diese App teste ich auf jeden Fall nie wieder aus. Das war schon sehr gruselig. Aber, Freunde, was haben wir noch für Programme am Start? Wir haben hier, okay, so ein Fragenquiz. Okay, Fragen mit Antworten. Mal schauen, wie viele wir beantworten können, Freunde. Magst du Spiele zu spielen? Ja, ja, na klar. Denkst du, es ist wichtig, Pausen zu machen, wenn man zu viel zockt? Ja, eigentlich schon. Mache ich zwar nicht, aber ja. Denkst du, Videospiele werden die Welt übernehmen? Ich hoffe auf jeden Fall nicht. Hast du dieses Spiel vorher gespielt? Nö, ich spiele das erste Mal. Bist du dir sicher, dass du ein Spiel spielst? Ja. Weißt du, was die Wirklichkeit ist? Ja? Bist du, was? Mit deiner Familie? Befreundet? Warte mal. Ja. Na klar, was ist das für Fragen? Was sind das für komische Fragen? Ich bin eine gute Person. Ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Denkst du sogar, Leute, die sich lieben können, sich gegenseitig verletzen? Junge, ich dachte, das ist hier eine normale Frage oder sowas. Was ist das für Fragen? Ich will hier raus. Ich will hier raus. Nein, bitte nicht. Glaubst du an alles, was du sagst? Nein, bitte nicht. Hast du hinter dir geguckt? Was war das? Freunde? Hallo? Die Zeit ist kurz. Nein. Es ist zu spät. Nein, was passiert? Hä? Wow, ganz, ganz viele Apps haben sich geöffnet auf meinem Computer. Oh mein Gott. Wow, was ist das? Geheimer Code. Was war das für ein Code? Und unser Computer ist wieder ausgegangen. Oh mein Gott. Jemand hat sich, glaube ich, in meinen Computer gehackt. Aber Freunde, okay, wir werden das Geheimnis noch lüften zusammen heute. Zusammen. Und deswegen würde ich sagen, testen wir mal als nächstes das Mathe-Spiel aus. Und, okay, 2 plus 2. Wow, Noob. 4, 3 mal 3. Ha, 9, easy. 6, okay, oh, okay, 8 durch 4 plus 16, nein, 14, 12 geteilt durch 2 sind, 36, okay, boom, 4 durch 5, was, gut plus böse ist, ja, mein Computer startet sich neu, stopp, nein, was passiert, was steht da, hallo, oh mein Gott, das ist mein echter Name, was, nein, was ist das? Stopp! Woher kennst du meinen echten Namen? Nein! Was bist du? Was bist du? Geh weg! Geh raus aus meinem Computer raus!
Freunde, wir wurden gehackt. Wir wurden gehackt. Wir wurden gehackt. Hilfe! Nein, nein, nein. Was steht da? Eine geheime Nachricht. Oh, okay. Ich glaube, wir müssen den Code eingeben. Okay, Freunde. Ich habe jetzt den Link, den wir am Ende kurz gesehen haben, eingefügt und habe ein Video gefunden. Okay, das ist jetzt ein geheimes Video. Das Video heißt Distress Signal, also schlechtes Signal. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Und hallo? Ist das Ding an? Hören Sie? Ich habe gerade etwas Schreckliches gesehen. Ich hätte wissen müssen, dass im letzten Jahr bei diesem Unternehmen etwas faul war. Oh, das ist ein Mitarbeiter von dem Unternehmen, der dieses Spiel programmiert hat, glaube ich. Ich erledigte meine normale Reinigungsroutine, ging in den Keller, sah, dass sie nur für das Personal geöffnet hat. Tür unverschlossen und hörte der Pferde einen Schrei aus dem Inneren. Ich habe es mir angesehen, okay? Und dann? Und dann habe ich es gesehen. Was? Was hast du gesehen? Es hat sie gegessen. Also rannte ich so schnell, ich konnte raus. Kam in den Schrank des Hausmeisters. Mein Name, nehme das jetzt auf. Ich muss. Auf Toilette? Was musst du? Dieses Video muss veröffentlicht werden, um Calvis Games zu entlarven, was sie tun. Bitte rette dich. Oh mein Gott, das macht mir Angst. Wow, nein, was passiert? Und das Signal ist weg. Okay, Freunde, mein Computer ist wieder an. Und soweit ich es verstanden habe, war das gerade eben ein Mitarbeiter von der Firma, die dieses Spiel hier oder das Programm entwickelt hat. Und hat irgendwas Schlimmes gesehen. Oder sowas. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es hier vielleicht Darcy.exe sogar gewesen ist. Was? Was? Geh raus! Stopp! Hallo? Kannst du wieder raus aus meinem Computer? Nein. Ich klicke es weg. Ich kann es nicht wegklicken. Freunde, wo wir gehackt stellen? Was soll ich tun? Können wir. Okay, wir können den Computer neu starten nochmal. Okay, Freunde. Ich glaube, habe ich den Virus gelöscht? Ich weiß nicht. Aber lass uns probieren. Okay, wir haben hier noch den Bookreader oder sowas. Okay, wir haben hier Bücher am Start. Drei verschiedene Stories. Lass uns mal. Warte mal. Das erste. Okay, das lese ich nicht. Das lese ich jetzt nicht. Aber. Oh, warte mal. Hier ist ein Code. Hier ist eine Zahl. Freunde, hier ist eine 7. Seht ihr das Ganze? Okay, hier ist eine 7. Und hier ist eine 8. Freunde, ich glaube, das ist ein geheimer Code. Okay, wir haben 7, 8 am Start. Seht ihr noch irgendwo? Oh, und hier eine 4. Und eine 4. 7, 8, 4. Okay, wir merken uns das Ganze mal. Geh nochmal zurück. Haben wir hier auch irgendwas? 7, 8, 4. Freunde, könnt ihr irgendwas sehen? Oh, hier, eine 6. Okay, okay, wir haben eine 6 als nächstes. Okay, es muss bestimmt noch irgendwelche anderen Zahlen versteckt sein. Eine 2. Okay, haben wir hier 6, 2 haben wir also. Und das ist, glaube ich, ein geheimer Code, den wir eingeben müssen. Ich sehe sonst nichts. Seht ihr noch irgendwas anderes? Oh, und hier unten ist eine 3. Ah, versteck dich nicht von mir. Ha, easy. Und warte mal, was? Wir können sogar vorlesen lassen. Stopp! Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ich brauche Konzentration. Okay, und wir kommen zum letzten Buch. Und hier, oh, soll es auf jeden Fall auch noch irgendwas geben. Hier, okay, okay, wir haben eine 5. Merken wir uns. Okay, ich schreibe mir alle Zahlen auf hier nebenbei. Okay, dann haben wir erst 7. Okay, 5, 7 haben wir. Okay, und ich glaube, das war. Ah, ne, hier ist so eine 4. 5, 7, 4, okay, das war's. Und eine 6, okay, 5, 7, 4, 6. Okay, wir können rausgehen und zwar haben wir jetzt hier, genau, wir haben hier eine Telefonnummer oder sowas, auf unserem Handy. Können wir, oh, und warte mal, hier können wir Codes eingeben mit allen Zahlen, Freunde, die wir gefunden haben. Okay, wir geben ein 7, 8, okay, wir haben 4, 6, 2, 3, 5, 7, 4, 6, okay. Oh, ich glaube, wir haben eine noch zu vergessen. Okay, wir testen erstmal die Nummer auf. Okay, würden wir dran gehen? Hallo? Eine Chicken Nuggets Box, bitte. Nee? Alter, was sind das für Geräusche? Was ist das für Geräusche? Okay, ich glaube. Okay, ich glaube, hier geht keiner dran. Wir müssen irgendwas vergessen haben. Oh, hier ist noch eine 8. Okay, okay, warte. Wir haben was falsch eingeben. Wir haben eine Zahl drück fehlt. Okay, wir geben wieder ein. 7, 8, 4, 6, 2, 3, 5, 8, 7, 4, 6. Okay, gehen wir dran? Geht jetzt da dran? Komm schon! Komm schon, geh dran, geh ans Telefon. Ich hab das Rätsel gelöst. Oh mein Gott. Oh. Hallo? Wer ist da? Wer ist da? Hä? Hallo? Soll ich auflegen? Oh, es geht. Hallo? Ja, hallo. Zeddy ist mein Name. Schönen guten Tag. Bin ich hier, richtig? Okay, das war mir zu gruselig. Ich leg auf. Ich leg auf. Tschüss. Tschüss. Ich will hier weg. Ich will hier einfach weg. Warte. Wir werden angerufen. Oh mein Gott. Sollen wir dran gehen? Okay, wir gehen dran. Hallo? Oh. Was? Sein Code? 6er Nuggetsbox. Genau. Eine kleine Cola. Okay, ich glaube, das ist irgendein Code oder sowas. Ich will jetzt nicht auflegen. Gibt es irgendeinen Code? 1010. Also 0101. Irgendein geheimer Hackercode oder irgendwie sowas. Ey, mach mir keine Angst, Mann. Mach mir keine Angst. Okay, ich glaube, da kommt nichts mehr. Wir legen aber nicht auf, Freunde. Wir warten mal. Er hat aufgelegt. Er hat aufgelegt.
Was? Oh, er geht wieder dran? Ja, okay, komm, komm. Laber mich nicht voll. Laber mich nicht voll. Ich habe nicht die ganze Tagzeit. Wir haben auf jeden Fall noch ganz viele andere Programme, die wir zusammen austesten können. Okay, was sollen wir als nächstes machen? Was ist das hier? Wir haben hier einen Foto. Oh. Okay, wir können Foto-Editor. Wir können hier Fotos bearbeiten. Ey, yo, yo, die Gang ist am Chillen. Okay, wir können hier so die Farbe ändern. Wir können hier, yo, das Bild so invertieren. Tada. Geheimer-Code. Geheimer-Code. 555. Okay. Notieren. Freunde, notiert das einer von euch? Alles klar. Nächstes Bild. Okay, so ist es normal. Haben wir auch einen Geheimcode? Ich sehe nichts. Können wir vielleicht, hier, warte mal, Shapes, die Helligkeit oder sowas erhöhen oder so? 398. 555, 398. Okay, okay, okay. Letztes Bild, letztes Bild, was hier? Vögel. Okay, 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 okay. Alter, wir müssen echt so verschiedene Codes und Rätsel lösen. Das ist richtig cool gemacht. 74961. Okay, 74961. 74961. Okay, wir geben den Code wieder ein und rufen diese unbekannte Nummer an. Und ich hoffe, dieses Mal wird wieder einer dran gehen. Und ich bin mal gespannt. Okay, es connected gerade noch. Aber, was ist vielleicht der falsche Code? Aber eigentlich müsste es der richtige sein. Wir sollten richtig gelöst haben eigentlich. Oh, was? Er sagt uns einen Code. Opa, red lauter. Ich hör dich nicht. Hä? Was ist für ein Code? Okay, er gibt uns irgendwelche Zahlen oder irgendwie sowas. Mal schauen, was wir damit auf jeden Fall anfangen können. Und er hat aufgelegt. Er hat aufgelegt. Was? Was war das? Opi, bist du noch dran? Ja, okay, okay, Opi, ich ruf dich später zurück, okay? Ich habe hier gerade ein ganz anderes großes Problem. Wir haben noch so viele andere Programme, die wir austesten können. Und es wird immer gruseliger, Freunde. Und ich kann den Computer nicht mal beenden. Ich kann dieses Programm nicht beenden. Ich glaube, ich wurde wirklich gehackt. Oder es ist irgendein Virus auf meinem Computer. Ich weiß es nicht, Freunde, aber... Okay, wir haben hier einen Video-Editor. Okay, wir haben keine Videos installiert. Können wir hier irgendwas machen? Oh, warte mal. Wir sind in der Fotogalerie wieder drin. Aber irgendwas sieht anders aus. Okay, das sind die normalen Bilder. Wer bist du? Wer bist du? Hallo? Entschuldigen Sie bitte. Können Sie bitte raus aus meinem Computer? Ist das der Hacker? Was ist das? Oh mein Gott. 749. 749. Bedeutet das irgendwas? 749? Für was könnte der Wer bist du? Geh weg, geh weg, geh raus aus meinem Computer. 749. Okay, welche App sollen wir noch austesten? Okay, ich würde sagen, können wir... Hat die App verschoben? Es hat sich verschoben. Okay, wir haben hier drei Dokumente nochmal. Okay, okay, das lese ich nicht. Das lese ich auf jeden Fall nicht alles. Wir haben drei verschiedene Dokumente am Start. Steht hier irgendwas? Okay, liebes Team oder sowas? Okay, ich glaube, das sind irgendwelche Briefe von den Spielentwicklern. Warte mal, 749. Das könnte es sein. Das könnte der Code sein, Freunde. Den wir jetzt benutzen. Okay, das wäre 5 richtig gut. 7, 4 und wir geben einen 9. Oh, neues Dokument. Geheimes Dokument. Oh mein Gott, okay. Sollen wir das Ganze öffnen? Let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, irgendein Polizeibericht steht hier irgendwie sowas. Aha, aha. Interessant, interessant. Ich will es nicht alles durchlesen. Aber es ist wirklich ein neues Dokument, welches wir bekommen haben. Durch den Code. Okay, das bedeutet, nächstes Rätsel haben wir erfolgreich gelöst. Wer bist du? JumpingJulian.exe. Ach nee, noch so ein komisches Spiel. Noch so ein komisches Spiel, welches wir zusammen austesten müssen. Wer ist er? Wer bist du mit den Glubschaugen? Komm, Jumping Julian. Hallo, mein Name ist Jumping Julian. Und ich freue mich, dass du mit mir spielst. Jumping Julian, ich habe nicht Zeit, okay? Ich muss gleich noch was essen. Okay, alles klar. Okay, hab Spaß. Oh, okay, wir können jetzt steuern. Okay, das ist cool. Das ist cool. Das ist das erste Spiel, welches vielleicht nicht so gruselig ist. Mach die Musik aus, die Musik nervt mich. Ey, Jumping Julian, komm schon. Da müssen wir jetzt hier rausspringen. Und dann, hoppa, Jumping Julian, let's go, easy. Das ist nicht passiert. Spring, let's go. Wir haben es geschafft. Next Level. Oh, easy, easy, Jumping Julian. Ey, ich bin kein Noob. Ich bin kein Noob, guck dir das an. Jump Ranking, jahrelange Roblox-Obby-Erfahrung. Boom, easy, next Level. Oh, okay, das sieht schon ein bisschen schwieriger aus, aber easy. Okay, ja. Ja, das sieht gut aus. Jumping Julian. Julian. Junge, ich sehe dich nicht mehr da oben. Komm runter. Komm runter. Ja. Ja. Jumping Julian ist am was passiert? Mein PC ist aus. Systemerror. Was passiert? Es hat sich geschlossen. Okay, mein PC wird anscheinend neu gestartet jetzt. Oh, nö. Sag nicht, ich habe wieder irgendein Virus drauf oder sowas. Okay, er startet hoch. Sieht alles gut aus. Wir loggen uns ein. Wir loggen uns ein. Ey, Mann, was ist los? Okay. Alles gut. Alles super. Jumping Julian! Was machst du? Geh weg von meinem PC. Hau ab, Junge. Wieso fliegt der? Wieso? Was machst du da? Es sieht so aus, als wäre ein Problem. Aber kein Problem. Ich habe das Spiel
Wieso geht er so? Jumpy Julian? Wird's doch heute was? Wohin geht der? Ich muss dich etwas fragen. Hast du dich jemals gefragt, was nach dem Leben kommt? Jumpy Julian? Ich will einfach nur... Bitte, bitte. Ich will raus, ich will raus. Ich will raus. Kann ich... Nein! Hä? Ich werde ins Spiel reingezogen, obwohl ich nicht spielen will. Oh mein Gott. Was ist das? Hä? Neues Spiel! Neues Level! Mit... mit Jumping Julian, mit dem Jumpenden Julian. Ey, yo, okay, Jumping. Nein, pass auf. Pass auf. Und mit Anlauf. Nein. Okay, das ist echt schwierig. Oh, let's go. Oh mein Gott, okay, das war schwierig. Aber wir haben es geschafft. Und was? Es gibt noch ein Level? Okay, let's do this, Jumping Julian, Mann. Komm schon, wir schaffen alles zusammen. Aber, Freunde, ihr habt es gesehen. Wir sind eingesperrt im Spiel. Ich habe das Spiel nicht mal geöffnet. Aber wir mussten es einfach spielen. Okay, ich will hier raus. Ich kann auch nicht mehr rausgehen. Junge, was ist das? Jumping Julian, willst du mich komplett veräppeln? Wie soll ich das schaffen? Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Okay, es ist easy. Es ist easy. Noob, noob, noob game. Zack. Okay, wir springen überall drüber. Zack. Alter, wenn ich jetzt runterfalle, dann raste ich aus. Let's go. Och, nö. Nein. Schon. Nein. Nein. Was ist jetzt los? Was hat mein Computer jetzt für einen Fehler? Okay, das Spiel ist wieder zu Ende. Es startet wieder neu. Warte mal, was? Willkommen und... Hier steht mein echter Name. Hier steht mein echter Name. Was? Woher kennt er meinen Namen? Woher kennst du denn meinen Namen? Oh mein Gott. Okay, langsam wird es gruselig. Jumpy, ich spiele dieses Spiel nicht mehr. Ich spiele dieses Spiel nicht mehr. Was war das? Hallo? Habt ihr es auch gehört? Irgendwer hat geklopft. Oh mein Gott, nein. Was ist das? Geh raus aus meinem Computer. Geh raus aus meinem Computer. Ah, was ist das? Was war das? Was war das? Ich will meinen Computer. Oh mein Gott, Jumping Julian! Nein, bitte, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, Mann. Was passiert hier? Oh mein Gott. Okay, ich will raus. Ich will raus. Kann ich das Programm beenden? Ich will raus aus meinem Computer. Ich kann meinen Computer nicht... Wow! Mein Computer muss ich neu starten? Es gibt ein Problem? Nein, nein. Freunde, nehme ich noch auf? Oh, unser PC ist wieder hochgefahren. Diese App, ich will die löschen. Ich spiele die nie wieder. Okay, Freunde. Haben wir noch irgendwelche anderen Programme, die wir auslösen können? Was ist das hier? Irgend so ein Balloon-Game oder sowas? Kommt schon. Irgendein chilliges Spiel von Calvis Games, Freunde. Okay, das ist die Spielefirma anscheinend. Doch sehr, sehr böse sein soll. Wow, okay, das ist easy, das Game. Noob-Spiel. Zack, let's go. Boom, alle Ballons zum Platzen lassen. Ey, yo, das macht Spaß. Und das Wichtigste, es gibt keinen Jumping Julian, der mich irgendwie... Musik aus, bitte. Der mich irgendwie nerven will oder sowas. Okay, das ist Level 1. Easy. Okay, aber... Okay, ich will raus aus dem Spiel. Ich will raus aus diesem... Was ist das? Wer ist das? Freunde, da ist eine Person. Wie kriegt sie an? Oh, Virus. Nein. Nein. Freunde, ich muss die Aufnahme sofort beenden. Nein, ich habe ein Virus installiert. Nein. Was war das? Wir wurden mit einem Virus infiziert. Freunde, like und abonnieren nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, Freunde, sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.